Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins. Wir haben in der letzten Folge Bane besiegt, das war ziemlich knapp und jetzt müssen wir aber immer noch den Joker aufhalten. Und? Was müssen wir eigentlich noch machen? Ich habe keine Ahnung. Ach stimmt, der Low. Achso. Interessant, wie sind wir durch die Gitter gekommen? Das ist immer noch geschlossen. Der Batman ist ein Meistereinbrecher. Soll ich hier durch? Wer bist denn du? Du bist ein Verletzter. Ich vermute mal, wir müssen da wirklich hin, weil hier kann ich sowieso nichts machen. Ach, das ist... Joseph. Der Anstaltsleiter. Wo ist Gordon? Scharfschütze! Rache mal, wer wieder da ist. Von dir habe ich genug für heute Nacht. Das sehe ich anders. Verdammter Mist! Scheiß drauf! Du willst Zucker? Hol ihn dir! Hilf mir, sie von Joseph fernzuhalten! Jemand muss diesen Freak töten! Okay. Genau. Muss wahrscheinlich auch noch dafür sorgen, dass du nicht verletzt wirst, oder? Ach, bei denen klappt das nicht? Das ist ja ärgerlich, Junge. Nein, ihr dürft mich alle nicht hauen. Das wäre scheiße. Und ich habe vergessen, dass ich ja auch kontern kann. Was ist mit den Handschuhen? Sind die kaputt? Das ist aber doof. Scheiße. Bam, hier. Ja, ja, ist ja gut. Was ist hier? Wasser. Das war's. Durch diese Tür in Richtung Kapelle. Danke. Durch diese? Durch diese? Oder durch die da hinten? Mal gucken. Durch diese Tür. Mhm. Aber wahrscheinlich eher durch diese. Gibt's hier noch was? Nö. Okay. Dann geht's hier weiter. Abgeschlossen. Also geht's nur hier lang. In die Gefängniskapelle. Willst du mehr, was? Bane lebt noch. Also das ist nicht witzig. All diese... Ist all das für dich oder für mich? Du weißt, es gibt keine Hoffnung. Wir beide existieren, ihretwegen! Gib auf! Du hast verloren! Das ist echt geil gemacht, muss man sagen. Also das war cool. Echt geil gemacht, ey. Mit diesen Bildern ist echt cool, finde ich. Doch deswegen tust du es, oder? Du magst, wie es sich anfühlt. Das ist es, was du brauchst. Komm schon, Baby. Schlag mich, bis dir die Knöchel bluten. Und dann auch weiter. Baby. Es gibt ja eh nur einen Weg, mich aufzuhalten. Jeder meiner Jungs hätte ihn getötet. Diese Stadt verdient was Besseres. Meine Tochter hält dich für einen Helden.
Aber ich muss dich trotzdem festnehmen. Gordon, komm! Wo sind Sie? In der Kapelle. Wir haben den Joker. Heilige Scheiße, Sie haben ihn. Wie haben Sie das gemacht? Ich hatte Hilfe. Das stimmt wohl. Ich frage mich andauernd, warum habe ich ihn nicht abgeführt? Und jetzt weiß ich der Grund, ihn gehen zu lassen, warst du. Weil du an ihn glaubst. Ich weiß nicht. Sie haben mich auf eine Wache gepackt mit lauter korrupten Cops. Und ich kann sie nicht ändern. Genauso wenig wie diese verdammte Stadt. Zumindest habe ich das immer gedacht. Herzstillstand. Das ist witzig. Gut gemacht, Bat. Das wird noch ein Riesenspaß. Aber vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, woran Sie glauben können. Vielleicht kann er Ihnen geben, woran Sie glauben können. Vielleicht kann er das tatsächlich, der gute Batman. Ja, das war Batman Arkham Origins. Das Hauptspiel, ja, was heißt das Hauptspiel? Das Spiel im Allgemeinen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich irgendwie nicht noch alles einsammeln konnte. Also man kann im Grunde auch nicht alles schaffen vor der Hauptstory, so wie ich das jetzt verstehe. Aber gut. Ich muss sagen, trotz dass ein anderes Entwicklerstudio daran beteiligt war, wo ich mir vorher Gedanken gemacht hatte, wird das was oder wird das nichts? Sie haben auf jeden Fall sich die Vorgänger gut, sage ich mal, angeschaut und haben im Grunde das alles eins zu eins übernommen, was auch sehr gut ist. Ein paar kleinere neue Features reingebaut, waren auch sehr gut. Das Spiel im Gesamten hat mir sehr gut gefallen. Was man sagen muss, die Stadt ist irgendwie so ein bisschen leer. Die wirkt halt einfach so trist und leer und, naja, nicht so geil. Ach, das wird wieder von uns gesungen. Sehr schön. Aber wie gesagt, das Spiel war cool, die Story an und für sich. Ich fand es ein bisschen schade, dass man direkt am Anfang wusste, oder zumindest die anderen Batman-Spiele kennen, wussten, das ist der Joker hinter der Maske von Black Mask. Das fand ich ein bisschen schade, da hätten sie sich was einfallen lassen können, so Stimmverzerrer oder sowas. Aber gut. Sonst fand ich eigentlich ganz gut, war schön gemacht, die Kämpfe waren alle cool inszeniert, was ich persönlich enttäuschend finde, oder fand, muss ich sagen, die Bosskämpfe oder die Kämpfe gegen die Killer waren allesamt, bis auf vielleicht wirklich den von Deathstroke, sehr, sehr einfach. Also im Grunde, der Electrocutioner ist dann das beste Beispiel. Man hat ihn einmal im Lock getroffen und das war's dann schon. Killer Croc war auch nicht so schwer. Bane war noch, klar. Bane war auch noch ein bisschen herausfordernder. Ja, aber das war's. Shiva war einfach und die anderen Couplehead war auch recht simpel. Das fand ich schade, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit. Aber sonst tolle Spiele, hat mir gefallen, es sah super aus. Ja, das war es dann eigentlich auch schon noch nicht ganz von mir. Ich will ja, wie gesagt, das mit Enigma auf jeden Fall noch machen. Also einmal wird man noch in die Brücke gehen und dann habe ich, glaube ich, alles. Weil das will ich auf jeden Fall noch beenden im Let's Play und mal gucken, vielleicht noch das eine oder andere mehr. Ich bin jetzt aber erstmal raus, bedanke mich schon mal bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Es war auch ein sehr langes Let's Play von Batman. Die anderen waren um einiges kürzer. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt, weil hier die ganze Zeit drüber gesungen wird. Ich bin erstmal raus. Wir sehen uns nach den Credits auf jeden Fall nochmal wieder. Dann versuchen wir mal den
den hier, den Dingsbums, ne? Wie heißt er denn? Genau, Enigma zu finden und zu bestrafen. Bis dahin sage ich erstmal tschüss. Unser nächster Gast, der politische Stratege Dean Snyder, hat das Geschehen dieser Nacht von Anfang an verfolgt. Seit mehr als 8 Stunden. Dr. Snyder, fangen wir bei Ihnen an. Was ist Ihre Meinung? Nun, Jack, es ist lächerlich. Das ultimative Versagen des Justizsystems. Ein selbsternannter Rächer, der nach zahllosen Toten und Bombenanschlägen unsere Straßen aufräumt? Was ist mit der Polizei? Und was ist mit James Gordon? Er hat sich heute Nacht nicht gerade bewährt. Einen Moment mal, Dean. Ich will das GCPD gar nicht verteidigen oder Captain Gordon. Wie schon gesagt, das Debakel heute Nacht ist ein Beispiel seiner Kompetenz. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendeine Polizei in irgendeiner Stadt sich gegen diesen Joker besser schlagen sollte oder gegen irgendeinen der anderen Killer, die er mitgebracht hat. Ich meine, diese Jungs sind eine ganz andere Hausnummer. Wir haben sowas noch nie gesehen. Für mich geht es hier weniger um Gothams Polizei, sondern vielmehr um unser ganzes Land. Ein Land mit so kaputten Gesundheits- und Bildungssystemen, dass wir diese Art von Kriminellen hervorbringen. Ein interessanter Einwurf, Hank. Aber ich frage mich, was wir als nächstes... Nein, kein interessanter Einwurf, sondern einfach nur falsch. Sie liegen beide falsch. Hier geht es nicht um die Polizei oder den Flattermann. Es geht auch nicht um den desolaten Zustand unserer Nation, der einen neuen Typus verrückter Krimineller hervorbringt. Hier geht es um das Versagen einer bestimmten Institution. Einer Institution, die meiner Ansicht nach die größte Gefahr für Gotham und seine Bewohner darstellt. Eine Zeitbombe, die nur darauf wartet, loszugehen. Wenn wir heute Nacht eins gelernt haben, dann, dass Blackgate nicht der Ort ist, in dem man die gefährlichsten Verbrecher unserer Stadt einsperren sollte. Nicht nur einer, 2 Gefängnisausbrüche in derselben Nacht. Keine dieser Tragödien hätte sich zugetragen, wenn Gotham eine vernünftige Einrichtung für seine schwersten Verbrecher hätte. Einen Ort mit undurchdringlichen Sicherheitsvorkehrungen, wo die gefährlichsten von ihnen isoliert, rehabilitiert und von ihrer Krankheit geheilt werden können. Einen Ort wie Arkham Asylum. Nach dem, was heute Nacht geschehen ist, verspreche ich den Einwohnern Gothams, dass ich unermüdlich kämpfen werde. Ich werde vor den Stadtrat treten, auch vor den Gouverneur, wenn ich muss. Ich werde alles in meiner Macht tun, um Arkham Asylum wieder zu eröffnen, damit wir alle ruhiger schlafen können. Da haben Sie es. Quincy Sharp sieht die Schuld für die Geschehnisse heute Nacht weder beim Batman noch beim Joker, sondern bei Blackgate. Und verspricht Arkham Asylum wieder voll funktionsfähig zu machen. Nach einer kurzen Unterbrechung hören wir gleich mehr von Mr. Sharp und unseren anderen Gästen in der Jack Ryder Hour.
wusste ich doch, dass sie kommen. Früh oder später. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Du verrottest hier oder arbeitest für mich? Es war eine lange Nacht, Alfred. Warum gehst du nicht zu Bett? Davon würde ich nicht weit träumen, Sir. Nicht, bis Sie sicher zu Hause sind. Ah, wenn das so ist, ich hätte hier draußen noch ein paar Dinge zu erledigen und könnte deine Hilfe gebrauchen. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn Sie fertig sind, können wir das Weihnachtsmahl essen, das ich für Sie warm gehalten habe. Zum Frühstück.